Hallo liebe Reisegemeinde. Du magst historische Altstädte, Nostalgie und Romantik? Dann solltest du dir dieses Video bis zum Schluss ansehen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. In diesem Video zeige ich dir Leer, wie du es vielleicht noch nie gesehen hast. Ganz nach dem Motto, Leer geht immer. Noch ist alles ruhig im Ort. Es beginnen die Aufbauarbeiten am Museumshafen an der Waage vor den großen Mega-Events im schönen, beschaulichen Hafenstädtchen Leer. Denn es finden zwei wirklich bemerkenswerte Ereignisse statt. Also bleib dran! Außerdem erwartet dich zusätzlich eine Fotoshow mit beeindruckenden Bildern in diesem Video. Viele weitere Infos gibt es auch in der Videobeschreibung. Im Hafen ist noch nicht viel los. Doch das wird sich in Kürze ändern, wenn die Show beginnt. Allmählich füllt sich der Hafen und die vielen Traditionsschiffe treffen ein. Alle 2 Jahre findet das Treffen der Traditionsschiffe statt. Es ist eines der bedeutendsten Treffen entlang der Nordseeküste. Die Schiffe kommen aus Deutschland, Holland und Belgien. Zu verdanken ist das alles einer kleinen Gruppe Gleichgesinnter, die vor bereits 28 Jahren einen Verein gründeten, um traditionelle Schiffe zu erhalten. Das Schipperklottje Leer ist ein selbstständiger Verein mit ungefähr 100 Freiwilligen. Auch Museumsschiffe sind dabei. Eine Besichtigung und Begehung sollte man sich nicht entgehen lassen. Es gab jede Menge interessante Technik zu bestaunen. Leer hat es mir tatsächlich angetan. Bevor es mit dem zweiten Event weitergeht, bekommt ihr hier ein paar schöne Impressionen aus dem Städtchen zu sehen. Das zweite große Event sind die American Wheels in Leer, eine beeindruckende US-Car-Show, die in der Altstadt und auch in der Fußgängerzone stattfindet. Auch von diesem Event
habe ich euch einige Leckerlis in Form von Fotos mitgebracht. Die Idee zu diesem Event entstand im Biergarten auf dem Stadtfest im Jahr 2010. Inzwischen sind bis zu 220 Fahrzeuge auf diesem Event zu finden. 15.000 Besucher bestaunen die schönen restaurierten Autos.